Gleich wird Dr. Laura Spengler vom Kompetenzzentrum Nachhaltiger Konsum Sie begrüßen. Dann kommen wir zum Schwerpunktthema heute. Wieso tun wir es nicht einfach? Und hier hören wir einen Vortrag von Dr. Sonja Geiger von der Uni Gießen, die uns Wege zu einem nachhaltigeren Konsum aus umweltpsychologischer Perspektive vorstellen wird. Dann ist Zeit für Ihre Rückfragen und für eine Diskussion und anschließend geht es in die Pause. Und nach der Pause kommen wir dann zu Ihren Themen, zu Ihren Ideen. Einige von Ihnen haben ja Breakout-Sessions vorab angemeldet und vorbereitet, die Sie uns dann in kurzen Pitches vorstellen werden. Und dann suchen Sie alle sich die Session Ihrer Wahl aus und gehen in die Breakout-Räume. Und gegen 12:30 Uhr treffen wir uns dann wieder hier im Plenum und möchten Ihnen noch einige Angebote, Kommunikationsangebote mitgeben zur Förderung nachhaltigen Konsums. Ja, so sieht der Vormittag aus. Bitte eine Folie weiter. Und ich übergebe an Dr. Laura Spengler. Sie leitet das Fachgebiet Nachhaltige Konsumstrukturen im Umweltbundesamt und dort ist die Geschäftsstelle vom Kompetenzzentrum Nachhaltiger Konsum angesiedelt, also der Veranstalter des heutigen Forums. Bitte, Laura. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen im Namen des Kompetenzzentrums Nachhaltiger Konsum, kurz KNK. Wie Julia Kailasvuori schon erwähnte, sitzt bei uns im UBA die Geschäftsstelle des KNK. Es sind weitere Behörden und Einrichtungen am KNK beteiligt, unter anderem die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Das KNK wurde zur Unterstützung der Umsetzung des nationalen Programms Nachhaltiger Konsum eingerichtet. Und wir haben verschiedene Aufgaben. Das ist zum einen die Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren über nachhaltigen Konsum, Akteure im Bereich des nachhaltigen Konsums zu vernetzen und dann auch die Umsetzung des nationalen Programms zu unterstützen. Ich habe auch schon gesehen in der Teilnehmerliste, dass eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus dem KNK selbst und auch aus dem weiteren Kreis, von den Ministerien hier dabei sind. Und auch aus dem Netzwerk Nachhaltiger Konsum sind hier eine ganze Reihe Akteure in der Runde. Die Veranstaltung heute hat insbesondere das Ziel, Akteure zu vernetzen. Das sehen Sie an den angebotenen Speed-Meetings vorab und auch an den Breakout-Sessions, die später noch von den Teilnehmern selbst teilweise angeboten werden. Ich will einmal kurz zu unserem Schwerpunktthema heute übergehen. Das ist ja eigentlich ein Dauerthema beim nachhaltigen Konsum, das die Nachhaltigkeitsforschung schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Wir wissen, dass das grundsätzliche Wissen in der Bevölkerung, so was umweltschädliche Handlungen angeht und welche Handlungen grundsätzlich nicht so nachhaltig sind, eigentlich vorhanden ist, auch wenn das natürlich weiter ausbaufähig ist. Aber grundsätzlich ist viel Wissen da. Es hapert aber weiterhin an der Umsetzung und Änderung des eigenen Verhaltens, auch wenn das Wissen wahrscheinlich in den letzten Jahren noch weiter zugenommen hat. Wir haben aktuell natürlich eine besondere Situation, besondere Rahmenbedingungen für unseren Konsum mit den hohen Energiepreisen und auch mit den Kriegsbildern, die wir aktuell sehen. Und diese Bilder werfen zusätzlich zu den Bildern und Eindrücken, die wir von der Klimakrise haben, nochmal weitere moralische Fragen auf, die unseren Konsum betreffen. Zum Beispiel unsere Abhängigkeit von Energieimporten, unseren Energieverbrauch. Und die internationale Verteilung von Lebensmitteln, auch diese Diskussion wirft moralische Fragen auf. Und natürlich auch innerhalb Deutschlands noch Fragen der soziale Fragen, Fragen der Verteilungsgerechtigkeit bei uns. Und diese Rahmenbedingungen, die sich ja in den letzten Monaten teilweise drastisch geändert haben, die können unseren Konsum beeinflussen. Und wohin das insgesamt führt, ist meines Erachtens noch nicht ausgemacht. Da sind verschiedene Dinge, die darauf einwirken können und auch politische Fragen, die das am Ende entscheiden können. Aber es kann sein, dass diese schlimmen Rahmenbedingungen sich dann eben an der einen oder anderen Stelle auch möglicherweise auf unsere Routinen auswirken und einen Einfluss haben auf unser Konsumverhalten. Und damit will ich jetzt den Bogen zurückschlagen zu unserer Referentin. Wir haben heute Dr. Sonja Geiger eingeladen, die uns gleich aus umweltpsychologischer Perspektive die für unser umweltrelevantes Verhalten zugrunde liegenden Mechanismen darstellen wird und auch die äußeren Faktoren, die das beeinflussen können, und wird uns Möglichkeiten aufzeigen, wie man Interventionen wirksam gestalten kann. Da möchte ich mich ganz herzlich schon mal bei ihr bedanken dafür, dass sie hier dabei ist und auch bei Ihnen allen für Ihr Interesse. Und damit gebe ich zurück an die Moderation zunächst mal.
Ja, herzlichen Dank, Laura. Laura Spengler hat ja auch schon ein bisschen eingeführt thematisch. Wir widmen uns jetzt der Frage, wieso tun wir es nicht einfach und unter welchen Bedingungen tun wir es vielleicht doch und das aus umweltpsychologischer Perspektive. Und ich freue mich, Ihnen Dr. Sonja Geiger vorzustellen von der Universität Gießen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Versorgungs- und Verbrauchsforschung und forscht unter anderem zur Frage, wie man nachhaltiges Konsumverhalten aus psychologischer Sicht erklären kann und auch wie man es fördern kann. Außerdem forscht sie zu gesundheitlichen Aspekten nachhaltiger Lebensstile, wie zum Beispiel Achtsamkeit und Wohlbefinden. Und sie war vor ihrer wissenschaftlichen Laufbahn einige Jahre in einer internationalen Umwelt-NGO aktiv in Lateinamerika und hat da verschiedene alternative Modelle kennengelernt, wie nachhaltiges Leben aussehen kann. Sie erhalten nach dem Vortrag, nach der Veranstaltung die Folien und da wir mitschneiden, bitte ich Sie erst nach dem Vortrag dann Ihre Fragen zu stellen oder Ihre Diskussionsbeiträge einzubringen. Übergebe ich an dich, Sonja, und wir freuen uns auf deinen Vortrag zu umweltpsychologischen Wegen zu einem nachhaltigeren Konsum. Ja, herzlichen Dank. Also vor allem ist auch mal für die Einladung, dass ich hier jetzt so viel Zeit bekomme, mal unsere Ideen oder die Einsichten aus der umweltpsychologischen Forschung darzustellen. Sehen alle meine Folien? Ja, also ich sehe sie. Ich sehe auch andere Daumen oben. Wir sehen deine Folien. Alles klar, dann würde ich mal loslegen, ja. Also der Vortrag zu der Frage, warum machen wir es denn nicht einfach, der gliedert sich in folgende Bereiche. So, genau. Ich würde erstmal gerne die Ausgangslage skizzieren und damit eben auch das Ziel, wo wir überhaupt hin möchten mit unserer Entwicklung. Und als zweites würde ich nachhaltigen Konsum, ist eigentlich der Hauptteil des Vortrags, genauer beleuchten und inwiefern das der Weg sein kann in diesen sicheren und gerechten Raum, was nachher auch nochmal klar wird, was damit gemeint ist. Und als Diskussionsgrundlage würde ich gerne noch ein paar Punkte mitgeben. Als drittes, inwiefern Individuen eigentlich unterschiedliche Rollen spielen auf diesem Weg über privaten Konsum hinaus und welche Lehren wir ganz am Ende eben aus einer anderen globalen Herausforderung ziehen können. Und da können Sie raten, meine natürlich die Corona-Pandemie. Dann fangen wir erstmal an mit der Ausgangslage. An Negativschlagzeilen fehlt es ja leider im Moment nicht, auch im Aufmerksamkeitsschatten von der Ukraine-Krise. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Hitzewelle in Indien denken oder eben letztes Jahr in Deutschland die Überschwemmung im Ahrtal oder Nordrhein-Westfalen. Und wenn wir uns dann anschauen, was so die Klimaanstrengung von Deutschland ausmacht, dann gibt es hier eine gute Übersicht von Volker Quaschning. Da wird nochmal deutlich, dass wir 2020 zwar die Klimaziele nach dem Pariser Klimaschutzabkommen erreicht haben, aber so ein bisschen also durch Glück und sagen wir mal Zufall war es ja nicht, sondern eben durch die Corona-Pandemie. Und wenn wir jetzt uns anschauen, was die aktualisierten Ziele sind, dann würden die Erfordernisse des Pariser Klimaschutzabkommens gar nicht erreichen. Also noch nicht mal die selbstgesetzten Ziele, geschweige denn der aktuelle Trend, der jetzt erstmal noch mal ein bisschen nach oben geht mit den CO2-Emissionen. Bevor dann wieder sich hoffentlich dann auch abschwächt. Und da das international gar nicht so unähnlich aussieht, wie eben jetzt im sechsten IPCC-Sachstandsbericht veröffentlicht wurde, also die ja immer auch die Szenarien aktualisieren, wie es mit unseren Treibhausgasemissionen aussieht, hat im März diesen Jahres 2022 die Gruppierung Extinction Rebellion eben diese große Aktion durchgeführt, 1,5 Grad ist tot. Und man muss sagen, wahrscheinlich auch zu Recht, also dass das schon auch eine realistische Einschätzung ist von dem, was gerade klimapolitisch passiert. Und jetzt ist, wie vorhin auch schon angesprochen, die Klimakrise ja nicht die einzige Herausforderung, vor der wir stehen, sondern genau der Ausdruck der planetaren Belastungsgrenzen ist ja schon gefallen. Das ist eben eine Idee von Erdsystemwissenschaftlern, dass es eben nicht nur in der Klimakrise gerade Grenzen überschritten werden von unserem Planeten, sondern eben insgesamt 9 verschiedene planetare Belastungsgrenzen gibt, in der wir jetzt ganz aktuell, aktualisiert 2022, schon die 5. überschritten haben. Und das wären eben zum einen die Unversehrtheit der Biosphäre. Biologen sprechen jetzt schon von der vom sechsten Massenaussterben. Die Art und Weise, wie wir unsere
Landoberfläche nutzen. Und da geht es eben nicht nur ums Abholzen von Amazonas oder in Indonesien, von den Regenwäldern, sondern es geht auch um die Art und Weise, wie wir hier in Deutschland unsere Flächen versiegeln. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, sagen hier die biogeochemischen Kreisläufe. Da geht es um zum Beispiel Nitrateinträge in der Landwirtschaft, die eben auch ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen haben. Und eben diese neue fünfte Überschreitung der Belastungsgrenzen, die Einbringung neuartiger Substanzen und Organismen, das wurde bisher noch gar nicht so gut quantifiziert und ist jetzt eben für den Fall Mikroplastik mal gemacht worden in diesem neuen Artikel von Persnet al, die sagen, Mikroplastik ist eben auch eine dieser überschrittenen Grenzen, das wir ja mittlerweile auch schon im menschlichen Blut nachweisen können. Also die Ausgangslage sieht im Prinzip zusammengenommen etwas düster aus, aber gibt eben auch schon mal ein Bild davon, wie komplex das Ziel auch ist, wo wir uns eigentlich hinbewegen wollen. Und ein Modell, was ich immer sehr gern zeige und erkläre, weil ich finde, das ist wirklich was, was wir alle, die wir nachhaltigkeitsbewegt sind, eigentlich kennen müssen. Vielleicht kennen es auch schon viele, aber ich werde es trotzdem kurz skizzieren. Das Ziel der nachhaltigen Entwicklung eine Art Donut ist. Ja, das Donut-Modell von Kate Raworth ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Das sind eben genau diese planetaren Belastungsgrenzen als Ziel. Also wie Sie eben gerade gesehen haben, Klimakrise, Biodiversitätsverlust und legt das als eine Obergrenze an, ja, diesen planetaren ökologischen Belastungsgrenzen, innerhalb der wir menschliche Entwicklung gestalten sollten. Aber gleichzeitig brauchen Menschen natürlich Nahrung, die brauchen Wasser, die brauchen Einkommen. Ein Gesundheitssystem muss erhalten sein oder für alle eben zugänglich sein. Und das sind jetzt nur ein paar Aspekte von verschiedenen sozioökonomischen Aspekten, die ein gutes Leben ermöglichen. Und das eben für mittlerweile fast 8 Milliarden Menschen macht eben hier einen Raum auf, sagen oberhalb dieses sozioökonomischen Sockels und unterhalb einer der planetaren Belastungsgrenzen, was Kate Raworth eben diesen sicheren und gerechten Raum für die Menschheit nennt. Und das soll meines Erachtens, sollte das Ziel sein von nachhaltigem Konsum. Und da werden wir eben natürlich, also wird schon deutlich, wie komplex die Situation ist, dass es eben nicht um ein bisschen klimafreundlicheres Verhalten geht, sondern es geht um eine Art und Weise zu leben, die alle diese Belastungsgrenzen letztendlich auch berücksichtigt. Und genau, aus diesem großen Metamodell kann man eben auch Ableitung ziehen, was das heißen könnte für unser privates Konsumverhalten, nämlich also eine Art Korridor für nachhaltigen Konsum. Und das führt mich eben zu der Frage, inwiefern nachhaltiger Konsum dazu beitragen kann, dass wir uns in diesen sicheren und gerechten Raum bewegen. Und wir haben das eben mit Kollegen zusammen mal auf übliche Konsumdefinitionen versucht anzuwenden, damit wir mal so ein Bild haben, was heißt das eigentlich für Konsumverhalten. Also wenn man diesen Korridor anwendet auf übliche Definition aus der Konsumforschung, die vor allem Konsumphasen, aber auch Konsumfelder oder auch Bedarfsfelder definieren, dann kommt mit diesen 3 Dimensionen Würfel raus. Deshalb ist es ein Würfelmodell geworden des nachhaltigen Konsums. Und da erkennen Sie hier wieder die ökologische Obergrenze, die sozioökonomische Untergrenze, also wo es zum Beispiel auch um sozial und um fairen Konsum gehen würde. Und den haben wir eben hier auf diese üblicherweise unterschiedenen Konsumphasen angewendet. Also es geht halt nicht nur um die Beschaffung, also um den Kauf von Dingen oder auch, also zum Beispiel biologisch angebautes Essen oder den eigenen Anbau von Essen, von Nahrungsmitteln, sondern es geht auch um die Art und Weise, wie wir das nutzen, also wie wir das kochen, wie energieintensiv wir es verarbeiten oder wie wir es eben auch entsorgen oder wie viel überhaupt an Abfall anfällt im Lebensmittelernährungsbereich. Und das ist jetzt aber ein Beispiel für nur eins von mehreren Bedarfsfeldern, wie es zum Beispiel auch im Programm für nachhaltigen Konsum aufgeführt sind. Wir müssen nicht nur essen, wir müssen auch wohnen, wir müssen von A nach B kommen, ja, Mobilität, um am Leben teilzunehmen, wir müssen uns begleiten. Im Programm ist eben auch noch die Arbeitswelt und Freizeit als verschiedene Bedarfsfelder aufgeführt. Und all diese unterschiedlichen Würfelchen sozusagen, die hier ganz unterschiedliche Verhaltensweisen beinhalten, diese Verhaltensweisen, die haben natürlich auch noch eine unterschiedlich starke Auswirkung. Es gibt Dinge, die haben nicht so eine starke Auswirkung, wie zum Beispiel den Standby-Knopf vom Computer auch noch auszumachen, im Vergleich zu jetzt bei der Mobilität zum Beispiel eine Flugreise zu unternehmen oder auch nicht. Das hat eine viel größere Auswirkung. Und das bringt mich jetzt eben zum nächsten Punkt, dass wir also sagen, schon eine grundsätzliche Problematik haben bei nachhaltigem Konsum. Es geht um unheimlich unterschiedliche Verhaltensweisen, ja, sehr vielseitig, die alle unsere Lebensbereiche umschließt.
und damit aber auch ganz unterschiedlichen Hürden und Nutzen. Also wenn wir das tun oder unterlassen oder was uns davon abhält, es tun oder zu unterlassen, unterliegen. Und obendrauf haben sie noch unterschiedliche Umweltwirkungen. Also vielleicht schon mal ein Punkt zu dem Titel, warum tun wir es denn nicht einfach? Es ist nämlich gar nicht so klar, was dieses Es ist. Ja? Es ist gar nicht so eine eindeutige Sache. Ja, wir haben auf der einen Seite hier unnachhaltige Verhaltensweisen, sind halt die Vielflieger, die halt viel Fleisch essen. Und auf der anderen Seite haben wir die total nachhaltigen Menschen, die mit dem Fahrrad in Urlaub fahren und sich vegan ernähren. Und es wäre nur eine Frage, eine Einmalentscheidung, ob man die eine Sache macht oder die andere. Also im besten Fall ist es eben halt eine allmähliche und schrittweise Entwicklung zu einer immer nachhaltigeren Lebensweise. Also ich würde das eher so beschreiben, als dass wir Menschen dazu versuchen, hier zu bewegen, sich weiter nach rechts zu bewegen in ihrer Lebensweise. Und da ist eben jedes Gramm nicht gegessene Fleisch und jeder nicht geflogene Kilometer schon mal ein guter Punkt. Jetzt ist aber nicht nur das, dass es eine schrittweise Entwicklung ist, sondern zusätzlich fallen uns diese Verhaltensweisen auch unterschiedlich schwer. Und also zum Beispiel jetzt Standby beim Computer auszumachen, da können ja eigentlich keiner was dagegen haben. Ja, das ist sagen nicht sehr schwer durchzuführen, bringt aber vielleicht auch umweltwirkungsmäßig noch nicht so viel. Wenn man jetzt aber Menschen fragt, ob sie auch bereit wären, bestimmte andere Dinge zu machen, wie zum Beispiel in der aktuellen Umweltbewusstseinsstudie gemacht, dann ist es bei Flugreisen und Ökostrom sind es eben schon ein paar mehr, die sagen, das kann ich mir nicht so gut vorstellen und das würde mich zumindest, also es wäre schon eine Herausforderung, da ist aber immer noch die Mehrheit, die sagt, ja, wir würden auch mal auf den Flug verzichten und zu Ökostrom wechseln. Wenn wir es noch nicht gemacht haben, können wir es uns zumindest vorstellen. Aber dieser Anteil, sagen, das können wir ruhig machen, der wird immer kleiner, wenn wir weitergehen in, würdet ihr auf euer Auto verzichten und nicht mal komplett, sondern nur weniger nutzen, weniger Fleisch essen, auf weniger Quadratmetern wohnen. Das können sich immer weniger Menschen vorstellen, dass sie das machen könnten. Und das Schwierige daran ist zu sagen, dass das eigentlich genau die auswirkungsstarken Verhaltensweisen mit einem großen Hebel sind. Also kein oder wenig Auto zu fahren, wenig Fleisch zu essen, auf kleinen Quadratmetern zu wohnen. Das wären eigentlich genau die Verhaltensweisen mit einem großen, mit einer großen Hebelwirkung. Und obwohl jetzt die Verhaltensweisen so unterschiedlich sind, können wir uns natürlich in der Umweltpsychologie trotzdem fragen, wie können wir Menschen dazu motivieren, sich eben hier möglichst weit in diesem Bogen nach oben zu bewegen. Und dazu gibt es eben sehr viel umweltpsychologische Studien, von denen ich Ihnen jetzt ein paar vorstellen möchte. Also ich möchte von diesen unterschiedlichen Motivatoren, wie wir diese Intention von Menschen erhöhen können, sich nachhaltig zu verhalten, eben mal drei hauptsächliche Wege sind aber nicht, ist nicht erschöpfend, also nicht die einzigen, aber vorstellen, wozu es eben viel Forschung gibt. Dann würde ich als erstes anfangen hier mit diesem oberen Weg der Einstellung, also eher ein kognitiver oder rationaler Weg, wie wir eben eine Einstellung zu einem bestimmten Verhalten verbessern können. Und da ist ein Weg, erstmal das Problembewusstsein von Menschen zu schärfen. Also es gab lange diese Erklärung von psychologischer Distanz. Das ist ein Modell, das gibt es natürlich immer noch, das für die Erklärung der, sagen der nicht ausreichenden Aktion gegen den Klimawandel oft herangezogen wurde. Ja? Dass wir sagen, nicht nur eine räumliche Distanz haben, sondern eben eine psychologische Distanz auf verschiedenen Dimensionen. Dass wir dachten, Klimawandel, das passiert halt jemand anderem, irgendwo anders dort, das später irgendwann und vielleicht auch nur vielleicht. Also es ist nur eine Wahrscheinlichkeit. Und das ist aber eben zunehmend so, dass Menschen klar ist, dass das auch uns hier jetzt auch schon, also zum Beispiel im Ahrtal eben letztes Jahr und eben auch in Zukunft mit Sicherheit passiert. Also das heißt, ein Problembewusstsein zunehmend vorhanden ist zum Klimawandel. Und das sieht man eben auch in der 2020er Umweltbewusstseinsstudie, dass schon über 90% sagen, der Klimawandel findet bereits statt. Wir sollten Maßnahmen ergreifen, also das ist Zustimmung oder überwiegende Zustimmung. Und immerhin noch 80% der Befragten, das schon auch für Deutschland bedrohlich sieht. Ja, der Klimawandel bedroht auch unsere Lebensgrundlagen hier in Deutschland. Also für diesen ersten Punkt, das Problembewusstsein, was eigentlich sagen, rational oder kognitiv schon in der Bewertung da ist, würde ich mitgeben wollen, Problembewusstsein für Klimawandel ist gegeben. Die Frage ist vielleicht noch, ist das für die anderen Belastungsgrenzen auch schon da? Da wäre vielleicht mal eine systematische Erhebung ganz sinnvoll. Also ist das auch für Biodiversität oder für Nitrateinträge oder für Mikroplastik? Ist es dann in ähnlichem Ausmaß vorhanden? Und
Genau, wenn wir jetzt weitergehen, also sagen zu diesem zweiten Weg, es geht über diesen eher rationalen Weg hinaus auch eher sowas, was wir einen moralischen Pfad nennen könnten. Ja, so eine Frage der Moral. Und da ist ein bisschen die Grundidee, dass das Ausmaß, in dem wir uns Verantwortung zuschreiben für ein Umweltproblem, eben zu einer ganz persönlichen Norm führen kann, dass ich mich moralisch verpflichtet fühle, mich so oder so, in dem Fall nachhaltiger zu verhalten. Und das wiederum ist mit beeinflusst von unseren Grundwerten im Leben. Also da unterscheiden wir zum einen eher so selbsttranszendente Werte, nennen wir das, also wie ökologisch motiviert wir sind oder wie altruistisch, also dass wir anderen Menschen Hilfsbereitschaft, soziale Gerechtigkeit, Frieden auf der Welt, was Wichtiges finden. Die Menschen neigen eher dazu, hier Verantwortung zu übernehmen. Während Menschen, die eher so selbststärkende Werte haben, also zum Beispiel hedonistisch, das Leben soll schön sein und Freude bereiten, oder auch ambitioniert, die eigene Vorankommen und Erfolg eben im Vordergrund stehen, eher weniger Verantwortung übernehmen für Umweltprobleme. Das würde sich zum Beispiel ausdrücken hier in der Art und Weise, wie wir weltweite Emissionen eben interpretieren. Ja, das ist eine Darstellung. Hier auf der X-Achse finden wir die Weltbevölkerung, auf der Y-Achse die Pro-Kopf-Emissionen. Und Menschen, die halt eher so selbststärkend motiviert sind, die würden sagen, naja, solange die USA oder China und Indien hier keinen Klimaschutz betreiben, dann bringt es hier in Deutschland hier der kleine Strich eben auch nichts. Also die Verantwortung von sich schieben, während Menschen, die eher diese selbsttranszendenten Werte im Leben haben, die sehen eben schon auch, wir sind alle hier verantwortlich und das gilt für Deutschland eben auch. Und dass wir noch ein Pro-Kopf-Emissionen haben, die sind hier sogar nur mit 8 bis 9 Tonnen angegeben, der noch über dem Doppelten hier von diesem weltweiten Durchschnitt von, was damals 2018 von 4 Tonnen wäre. Und das heißt, für diesen Überkonsum pro Kopf müssen wir eben Verantwortung übernehmen. Und auch das ist schon sehr durchgesickert in unserer Bevölkerung, würde ich mal sagen. In der Umweltbewusstseinsstudie würden eben 80% sagen, ja, unsere Lebensweise, wir haben dafür auch eine Mitverantwortung, was Klimafolgen in anderen, in dem Fall hier in ärmeren Ländern, verursacht. Und das ist vielleicht auch gar nicht so verwunderlich. Wir haben ja eben in einem Rahmen von einem Reallabor auch Menschen nach diesen Werten gefragt. Und da zeigt sich eben, dass diese altruistischen Werte hier ganz oben in Blau, also eine Welt in Frieden, Gleichheit, Gerechtigkeit, das sind Werte, die Menschen am stärksten bewegen, ja. Und danach kommen die biosphärischen Werte, also Umweltschützen, Respekt gegenüber der Erde. Und dann kommen erst die hedonistischen Werte, ein schönes Leben haben, das Leben genießen, Vergnügen. Und die egoistischen Werte wie Ehrgeiz und Reichtum und Einfluss, die sind am wenigsten ausgeprägt in unserer Bevölkerung. Deshalb ist es eigentlich auch nicht so verwunderlich, dass ein Großteil diese Verantwortung schon bereit ist zu übernehmen. Und das ist jetzt sagen nicht nur so ein abstraktes, ja, finde ich schön oder ist wichtig für mein Leben, sondern es hat auch einen Einfluss auf unser Verhalten. Dazu haben wir mal eine Studie gemacht im Bereich des Kleidungskonsums. Und das waren zwei Teilstudien. Da haben wir in der ersten Studie eher so gefragt nach Nachhaltigkeits Kriterien beim Kauf, also sagen, dass es zum Beispiel Bio-Baumwolle ist oder Langlebigkeit. Und beim zweiten eher die Bereitschaft für Fair Trade auch mehr zu bezahlen. Es geht eher so einen sozialverantwortlichen Konsum. Und da konnten wir eben zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, eben eher nachhaltig zu kaufen oder mehr zu bezahlen für Fair Trade, also in der ersten Studie für die nachhaltigen Kaufkriterien, wirklich höher waren, wenn Menschen diese Umweltwerte auch teilen oder angegeben haben. Und bei den altruistischen Werten war das eher für die Studie 2, also auch wirklich beim Fair Trade Zahlbereitschaft was ändert. Aber was hier nochmal wichtig war, dass Menschen, die eher hedonistisch geprägt sind, das sagt man zum Beispiel auch einer jüngeren Generation nach, ja, als sagen junge Erwachsene oder Jugendliche, die eben das Leben genießen wollen, und da ist ja auch erstmal nichts gegen einzuwenden, dass sie eben im Schnitt weniger bereit sind, das sind ja diese negativen Vorzeichen, eben nachhaltig sich zu verhalten. Und das ist vielleicht so als kleine Vorschau eben ein wichtiger Punkt. Wir müssen auch Menschen einfangen, die das Leben genießen wollen. Und dafür gibt es auch gute Einfallstore, die dürfen wir nur nicht vergessen. Also wir haben bisher vielleicht viel in der umweltpsychologischen Forschung versucht, auch die Eulen ein bisschen nach Athen zu tragen und die sehr umwelt- oder biosphärisch motivierten Menschen zu noch mehr Konsum zu bewegen. Aber darüber können wir nachher dann noch diskutieren, wie wir eben auch andere Menschen einfangen können. Und hier war noch zusätzlicherweise, dass wir auch Mitgefühl gemessen haben, also auch so einen emotionalen Einflussfaktor. Und das hat eben auch eine leichte, keinen so großen Einfluss, aber einen leichten positiven Einfluss, dass Menschen, die mitfühlender sind, eben eher dazu neigen, nachhaltig und sozial fair zu konsumieren.
Also hier würde ich Ihnen mitgeben, für manche Menschen ist es ökologisch und sozial verantwortlich zu konsumieren wirklich ein persönlich wichtiges Anliegen. Und das können wir auch benutzen in, sagen, Interventionen oder der Art der Kommunikation. Und jetzt noch zu dem dritten Weg oder einer dritten großen Einflussgröße, das sind soziale Normen. Also wir sind viel stärker davon beeinflusst, was andere machen um uns herum, als wir das manchmal, glaube ich, gerne glauben wollen würden. Und das kann eben dazu führen, dass wir auch, oder man kann das dazu ausnutzen, deutlich zu machen, dass wir kollektiv auch was hinkriegen. Also dieser Pfad, den habe ich auch so genannt, gemeinsam kann es eben was werden mit dem Klimaschutz. Und hier möchte ich Ihnen gerne eine Studie vorstellen von Sozialpsychologen Jugert und Alt. Die haben versucht, also erstmal eine soziale Norm oder eine Gruppenzugehörigkeit salient zu machen, das nennen wir, also sagen, offensichtlich zu machen. Und in dem Fall waren das Studierende, deshalb hier, ihr seid auch Teil der U30-Generation. Ja, da muss man so eine Aufgabe bearbeiten. Was machen denn die U30-Leute aus? Was ist denn typisch für uns? Und dann ganz typisch für so ein Sozialpsychologie-Experiment, dann haben die unterschiedliche Informationen zu lesen bekommen. Eine Gruppe hat gelesen, wenn die U30-Generation hier irgendwelche Initiativen macht für nachhaltige Mobilität, dann hat das keinen Effekt auf unsere E-Mobilität in Deutschland. Das bringt nichts. Und die andere Gruppe hat zu lesen bekommen, wenn Initiativen von ihrer Identitätsgruppe gibt, ja, diese U30, dann hat das einen positiven Einfluss auf, wie die E-Mobilität in Deutschland vorankommt. Und in diesem Experiment konnte gezeigt werden, dass Leute, die diese Info hier unten gelesen haben, eben eine stärkere Intention entwickelt haben, in Zukunft darauf zu achten, sich selber nachhaltiger fortzubewegen. Und das wird eben erklärt über diese kollektive Wirksamkeit. Ja, wenn ich Teil einer Gruppe bin, die gemeinsam was bewegen kann für Deutschland, dann bin ich auch eher bereit, sagen, mich selber dafür zu engagieren. Und daraus kann man für den Klimawandel schon ableiten, dass es eine Gruppenaufgabe ist, ist eine Sache, wo es eben auch wichtig ist, deutlich zu machen, dass sie gemeinsam zu lösen ist und gemeinsam auch besser zu lösen, als wenn ich mich nur alleine vor dieser Riesenaufgabe stehen fühle. Und wenn wir das jetzt hier so gemeinsam angucken, ja, also diese drei verschiedenen Wege, die ich jetzt so gemeinsam vorgestellt habe, dann würde ich da gerne aus der, also sagen, aus der Wissenschaft nochmal hier so einen Punkt deutlich machen. Dann können wir schon relativ gut erklären, warum Menschen eine Intention entwickeln, sich nachhaltig zu erklären. Und das ist dieser Wert hier, das nennen wir aufgeklärte Varianz. Also wie viel von dieser Bandbreite an Intentionen können wir erklären? Und das ist mit 50 bis 60% schon relativ viel. Also wenn wir die Einstellungen, die persönlichen Normen und die sozialen Normen von Menschen kennen, dann können wir mehr oder weniger vorhersagen, die haben eine relativ hohe Motivation, sich nachhaltig zu verhalten. Wenn wir aber hier hinten, hier mit dem Würfel symbolisiert, das eigentliche Verhalten abfragen, also wie viele Kilometer bist du denn gefahren oder geflogen oder wie viel Fleisch hast du denn gegessen, dann wird diese erklärte Varianz nochmal deutlich geringer. Das ist dann nur noch mehr ein Drittel, was wir erklären können und nicht mehr über die Hälfte. Und das heißt also, in der Psychologie können wir Intentionen relativ gut erklären, aber Verhalten ein bisschen weniger gut. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Und das ist so ein Punkt, der mir total wichtig ist heute. Einer dieser Gründe ist, was ich vorher schon mal angesprochen ist, dass eben Verhalten, also Intentionen setzen sich halt nicht so einfach in Verhalten um, weil das Verhalten an sich nicht so einfach ist. Ja, manche Verhaltensweisen, die haben riesige Verhaltenskosten. Es fühlt sich eher an, wie hier über eine riesige Hürde zu springen, als es eben einfach zu machen. Und diese Verhaltenskosten, das ist nicht nur Geld, das kann auch Zeit sein oder Aufwand, ja. Und das liegt dann zum Beispiel in unseren Infrastrukturen gegeben oder in unserer physischen Umgebung. Ja, als ein Beispiel für die Infrastrukturen habe ich vorher bei unserer Kennenlernrunde erzählt. Ich bin ja von Berlin jetzt aufs Dorf gezogen in Hessen und wir haben nach 6 Wochen aufgegeben und haben uns ein Auto gekauft. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich ergebe mich den Infrastrukturen hier. Es gibt keinen Radweg. Bus fährt relativ selten, der nächste Supermarkt ist 8 Kilometer entfernt. Unser Lastenrad schafft es nicht. Also wir schaffen es nicht mit dem Lastenrad ohne Fahrradweg. Und das ist so ein Beispiel für, wie stark Infrastrukturen wirken können, obwohl die Intention, autofrei zu leben, was ich bis eben vor einem Jahr gemacht habe, durchaus hoch war. Und da kommt mein erstes Plädoyer. Wir müssen eben vielleicht die Frage ein bisschen umformulieren in, warum machen wir es nicht einfach? Warum machen wir es nicht einfacher? Ja, es muss einfacher werden, die nachhaltige Variante. Und da werde ich nachher auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Und ein Punkt, sagen von diesen Metamodellen, auch wenn wir jetzt nicht immer perfekt vorhersagen können, wie sich Menschen verhalten werden, ist eben schon,
dass wir trotzdem Ansatzpunkte dafür haben, wo wir Interventionen sinnvoll ansetzen können. Und das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, das ist auch ein guter Punkt, warum Nudging-Ansätze so erfolgreich sind, weil die direkt hier in den Verhaltenskosten ansetzen und die einfacher machen. Aber wir können auch in unterschiedlichen Momenten ansetzen, also zum Beispiel hier am Problembewusstsein mit Informationen, an den Werten, zum Beispiel durch Achtsamkeitstraining, da haben wir ein großes Projekt gemacht, was wirklich materielle Werte über die Zeit ändern kann. Oder mit jetzt hier so angepasster Tailored Information kann man die Werte zumindest zwar nicht ändern, aber zumindest ausnutzen. Oder hier bei der sozialen Norm was auch salient machen. Das würde ich jetzt im Einzelnen kurz Beispiele geben für diese unterschiedlichen Interventionspunkte. Also bei der Information, das kennen Sie alle aus Ihren verschiedenen Bereichen, wenn Sie jetzt hier waren, ja Leute auch aus Verbraucherschutz oder Verbraucherberatung oder auch aus NGOs. Wir arbeiten immer noch viel mit Infokampagnen, ja, und das kann zum Inhalt haben, entweder die Probleme, die Ursachen, Lösungsansätze, Handlungsoptionen, wie hier zum Beispiel dieses Beispiel vom WWF wäre jetzt für ein Problem, ja, das Plastik im Meer. Und da müssen wir uns halt klar machen, dass solche großflächigen Kampagnen, die sind zum einen schwer zu evaluieren, weil natürlich, wenn sich jetzt jemand anders verhält, ist schlecht zurückzuführen, ob das auf diesen Infokampagnen beruht oder auf jemand auf was anderem. Man kann natürlich noch den Bekanntheitsgrad abfragen, haben Sie das Plakat gesehen? Das führt dann aber dazu, dass wir also eher zwar das Problembewusstsein vielleicht erhöhen können, aber Verhaltensänderungen können wir mit solchen Informationskampagnen wirklich nur sehr schlecht auslösen. Weil oft solche Verhalten oder solche Informationskampagnen eigentlich auch schon die Überzeugten erreichen. Also diese Informationen nehmen Leute wahr, die sich eh schon für die Themen interessieren. Und Menschen, die sich dafür nicht so interessieren, die neigen auch eher dazu, solche Informationskampagnen zu ignorieren. Der zweite Punkt, was schon viel besser funktioniert, ist, wenn man die Information anpasst auf die Menschen, ja, also wirklich individuell zuschneidet. Das kann zum Beispiel nach Umständen passieren, das würden solche Apps machen, wie zum Beispiel solche Mobilitäts-Apps, wo man eben genau eingehen kann, ah, wo wohne ich, habe ich ein Auto zur Verfügung, wie könnte ich mich jetzt eben mit dem öffentlichen Nahverkehr von A nach B bewegen, für meine Situation angepasst. Aber man kann das auch zum Beispiel an Werte oder Einstellungen tailern, ja, also anpassen. Und einfach ist es natürlich, wenn Leute eh schon umweltmotiviert sind, dann kann man diesen Umweltvorteil jetzt zum Beispiel von sich nachhaltig fortzubewegen im ÖPNV deutlich machen. Aber man sollte und man kann auch eben hedonistisch motivierte Menschen bewegen. Thema Fahrradfahren, ja, das hat nicht nur einen gesundheitlichen Aspekt, sondern das kann auch wirklich zu Wohlbefinden beitragen, wenn man im Alltag Fahrrad fahren kann. Und das kann man für hedonistisch motivierte Menschen eben deutlicher machen. Ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel die sozialen Normen auszunutzen. Das hat eine riesige Studie im Stromverbrauch eben gemacht, mal in den USA, die wirklich zurückgemeldet haben, so viel verbrauchst du, so viel verbrauchen deine Nachbarn. Und die richtig effizienten Nachbarn, die schaffen sogar mit so und so wenig Kilowattstunden. Und das wäre ein Beispiel für eine deskriptive Norm. Also was machen die anderen? Und da wurde schon oft gezeigt, dass das super, also super wirksam ist, um das eigene Verhalten wirklich zu ändern. Dem wollen wir dann nacheifern. Manchmal kann es schwierig sein, wenn diese deskriptive Norm eigentlich nicht mit der injunktiven Norm, also was gut und richtig ist, was wir tun sollten, übereinstimmt. Also wenn das auseinandergeht, wir sollten eigentlich Strom sparen, aber meine Nachbarn, die verbrauchen viel mehr als ich, dann kann das auch zurückfeuern und so einen gegenteiligen Effekt auslösen. Also das funktioniert vor allem dann gut, wenn die deskriptive Norm und die injunktive Norm in die gleiche Richtung gehen. Und als ein letztes Beispiel, weil es natürlich auch immer wieder angesprochen wird, Nudging. Ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Begriff, aber es ist ein viel benutzter Begriff für eigentlich einen Überbegriff für vielfältige Formen. Und was jetzt alles nur Nudge ist oder nicht, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Ganz sicher gehört natürlich erstmal dazu, dass wir Verhalten vereinfachen, gerade schon erwähnt. Also zum Beispiel in der Mensa, das ist das gängigste Beispiel, ja, wurde angefangen mit gesunden Ernährung, Nahrungsmitteln nach vorne zu stellen, geht natürlich aber genauso mit nachhaltigen, zum Beispiel veganem Essensoptionen nach vorne zu stellen. Ja, dann Default-Setting, also was ist die Voreinstellung? Da könnte man zum Beispiel überlegen, ja, bei einem Umzug einen Ökostromanbieter als Default-Setting zu machen. Und wenn Leute dann lieber zu einem billigeren Anbieter wechseln wollen, dann können sie das machen, müssen aber dann aktiv werden. Das ist schon oft gezeigt worden, Voreinstellungen werden ganz oft übernommen. Das heißt, es wäre ein einfaches Mittel, eine erwünschte Verhaltensweise stark zu fördern. So, vielleicht ist es jetzt so an dieser Stelle aus der umweltpsychologischen Forschung Zeit für ein kleines Zwischenfazit.
Was mir wichtig wäre zu sagen, ist, nachhaltiger Konsum ist halt keine Ja-Nein-Entscheidung und beileibe schon gar keine einfache, sondern eigentlich eine konstante, schrittweise Herausforderung. Wir müssen uns immer wieder neu in all diesen verschiedenen Lebensbereichen für eine nachhaltigere Variante entscheiden. Und leider ist es oft so, dass je umweltwirksamer das Verhalten, also kein Auto, wenig Auto, wenig Fleisch, kleine Wohnfläche, desto höher sind die Verhaltenskosten, desto weniger können wir uns vorstellen, das zu machen. Aber es gibt viele mögliche Ansatzpunkte, die Motivation zu erhöhen. Ja, Problembewusstsein beim Klimawandel vielleicht schon vorhanden, aber für weitere Problembereiche nochmal stärken. Die unterschiedlichen Werte von Menschen, das können wir als Einfallstor benutzen für eigentlich alle Menschen. Es gibt auch Gründe, aus egoistischen Gründen nachhaltiger zu sein, ja, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen. Ja, das ist ein gutes Einfallstor für egoistisch motivierte Menschen. Soziale Norm, das ist sehr wirksam und noch viel unterschätzt. Also wir nehmen manchmal selber gar nicht so sehr wahr, wie stark wir von dem Verhalten von anderen beeinflusst sind. Also wir sind viel mehr soziale Wesen, als wir das vielleicht gern manchmal hätten. Und das kann sehr wirksam sein, wenn sich mein Verhalten durchsetzt, also in E-Mobilität oder zum Beispiel Solarpaneele. Ja, wenn das zu einer dominanten Verhaltensweise wird, die wir dann in der Umwelt sehen, dann entwickelt es seine Eigendynamik, weil soziale Normen so sehr wirksam sind. Das sind wir aber bei vielen Sachen halt noch nicht. Und bis es soweit ist, können wir eben diese kollektive Wirksamkeit, ja, dass wir sagen, nochmal deutlich machen, gemeinsam, und es gibt auch andere, die dafür arbeiten, für dieses Ziel. Das ist eben nicht nur eine Hürde und ein Dilemma, weil andere mitziehen müssen, sondern es kann auch eine Riesenchance sein. Und jetzt nochmal als kleiner Wermutstropfen, ja, vieles von diesen Erkenntnissen sind eben als auch in Laborstudien entstanden. Also Laborstudien heißt ja schon auch sagen Befragungen oder mit kleinen Experimentalmanipulationen in irgendeinem Lehrsaal bei Studierenden. Und das ist eben halt nicht die echte Welt. Ja, wenn Sie jemand fragen, haben Sie jetzt die Intention, selber weniger Auto zu fahren, ist es halt nicht das gleiche wie die gefahrenen Kilometer. Und wir können die Motivation in solchen Befragungen eben sehr gut erklären, aber das echte Verhalten in der echten Welt eben noch nicht ganz so gut. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass die Motivationssteigerung eben halt auch ihre Grenzen hat, wenn wir vor wirklich diesen krassen infrastrukturellen Hürden und Kosten stehen. Und das bringt mich eben zu dem nächsten Punkt. Was ist denn dann die Rolle von Individuen auf diesem Weg in diesen sicheren und gerechten Raum? Also so ein bisschen nach dem Motto, ist hier aus der Berliner Mauer, wenn viele kleine Leute, die in vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können wir das Gesicht der Welt verändern. Und ich möchte überhaupt nicht in Frage stellen, dass das so ist. Ich möchte nur die Frage stellen, wie groß ist dann die Veränderung des Gesichts der Welt und reicht das aus? Und da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, je nachdem welcher Position man steht, die ich jetzt mal so ein bisschen mit Behavior Change Optimisten und mit Behavior Change Pessimisten, als Behavior Change Verhaltensänderung beschrieben habe. Und mein Punkt hier ist, ich will gar nicht so sehr für die eine oder die andere Sicht werben, aber ich möchte gerne das ein bisschen mit Zahlen untermauern, dass es nicht so eine persönliche Einstellung ist. Ja, ich finde, Individuen sollen ihr Verhalten verändern, das bringt was oder das bringt nichts, sondern die Frage so ein bisschen objektiver zu stellen, wie viel könnte es denn bringen? Und auch für die Behavior Change Optimisten spricht, wenn man sich Umweltauswirkungen anguckt, von einer ja zu nicht so alten Studie, ein paar Jahre ist jetzt auch schon alt, die sich verschiedene Umweltkategorien angeguckt hat, CO2, Landnutzung, Materialnutzung und Wasser. Und das auf diese verschiedenen Kategorien von Bruttosozialprodukt, das sind eben Haushalte, Institutionen und Regierungen, verschiedene Kategorien, dann sehen wir eben schon, private Haushalte haben zwischen 50 und 80% dieser Umweltauswirkungen auf ihrem Konto. Und dann ist es natürlich als diese Hauptkategorie auch schon gerechtfertigt zu sagen, an der Stelle möchten wir gerne sparen oder möchten wir eben für Umweltauswirkungseinsparungen werben. Auf der anderen Seite, die Behavior Change Pessimisten oder ich würde ja schon auch sagen, vielleicht doch auch eher Realisten, die haben auch Argumente und die würde ich jetzt gerne nochmal hier illustrieren. Ich habe mal den Umweltbundesamt CO2-Rechner durchlaufen lassen. Das sehen Sie ja hier auf der rechten Seite den deutschen Durchschnitt. Für, sagen wir mal, unsere Idealperson, ja, und diese Idealperson, die wohnt auf sehr kleinem Wohnraum, zu viert auf 80 Quadratmetern. Die ernährt sich vegetarisch, fast vegan, immer bio oder fast immer bio, regional und saisonal. Hat kein Auto, fährt nur ÖPNV, und da auch nicht so viel, und konsumiert auch nicht viel. Also sie gibt nur noch 150 Euro pro Monat für allen restlichen Konsum aus. Also das ist, sagen, eine wirklich Sparflammenperson. Und da sehen wir schon, dass sie im Vergleich zum bundesweit
weltweiten Durchschnitt eigentlich nur die Hälfte einsparen kann. Ja, bei 5 Tonnen liegt dann etwa eben dieser Ausstoß. Und ich wage mal zu behaupten, dass wahrscheinlich niemand in diesem Forum hier, eingeschlossen mir, eigentlich das schafft, so zu leben. Und dennoch haben wir hier noch zusätzlich ein paar Probleme. Wir haben sozusagen einen Infrastruktursockel, den haben sie einfach diese erste Tonne, weil sie hier in Deutschland leben und wir hier die geteilten Infrastrukturen benutzen. Und wir sind immer noch beim über dem Doppelten, was jetzt Ivanova und Wood bei einer neueren Studie von 2020 als ein nachhaltiges Pro-Kopf-Niveau von etwa 2,5 Tonnen geben die das an. Und wenn wir uns das jetzt mal klar machen, dass selbst sagen die Sparsamsten unter den Sparsamen eigentlich immer noch über dem Doppelten liegen, was über dem Weltdurchschnitt und über dem Doppelten liegen, was eigentlich jetzt für die Klimagrenze wünschenswert wäre, dann muss man sich eben schon nochmal fragen, ob das genug ist für eine gesellschaftliche Veränderung, die uns von einer Welt, in der 1,5 Grad eben unerreichbar ist, in diesen Donut reinbringt, ob das genug ist. Und mein Punkt ist jetzt eben, individuelle CO2-Einsparung ist eben, kann nicht genug sein für das Ausmaß der Änderungen, die wir brauchen. Und das würde ich eben eher mit einer sozialökologischen Transformation beschreiben, die es braucht, um in diesem Donut zu leben. Und ein Modell, was erklären kann, wie solche gesellschaftlichen Transformationen vonstatten gehen, von so einem Ausmaß, ist eben das Multilevel-Modell von Hills und Schoth. Das findet auf mehreren Ebenen statt. Ja? Diese drei Ebenen, also hier unten die Mikroebene der Nischen, diese Mesoebene des Regimes und der Makroebene der Landscapes, die müssen eben alle zusammenkommen, um eine gesellschaftliche Veränderung vor allem auf dieser Regimeebene zu bewirken. Weil die ist im Prinzip, sagen, diese Ebene, die mit unseren heute bestehenden Unternehmen und Gesetzen, der Infrastruktur eigentlich so ein Stabilitätsgarant ist, ja, wie eben unsere Gesellschaft so läuft und was jetzt so ihr Änderungs- oder Kursänderungspotenzial ist, eigentlich so eher wie eine Titanic ist, also eher langsam vonstatten geht. Ich glaube jetzt, genau, ich habe noch etwa 5 Minuten, das kommt dann in etwa hin, genau, schon fast am Ende. So, und diese Regimeebene zu ändern, das kann sowohl von Druck von unten kommen, also durch diese individuellen Verhaltensänderungen, wie zum Beispiel vegetarische Ernährung, ja, das war vor 30 Jahren eine totale Nische, hat aber langsam eben auch dazu geführt, dass wir jetzt mittlerweile in den Supermärkten überall eine große Auswahl an vegetarischen, veganen Produkten haben. Auf der anderen Seite haben wir hier auf dieser Makroebene, also diese großen landschaftlichen Entwicklungen, haben wir eben große Entwicklungen, die einen viel größeren Druck ausüben können auf das Regime. Und ein Riesenbeispiel ist eben die Pandemie, die uns also zum Beispiel eine Akzeptanz von Verhaltensänderungsmaßnahmen gebracht hat, die wären vor 2 Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Oder eben jetzt noch aktueller der Ukraine-Krieg, ja, der so einen Druck ausübt, zum Beispiel auf unsere Energieversorgung, ja, dass wir auf einmal sagen, die erneuerbaren Energien in Deutschland, dass die ausgebaut werden müssen, einen riesen Rückenwind kriegt. Und damit natürlich hier Windows of Opportunity Gelegenheitsfenster schafft, für die es super ist, dass es jetzt schon solche Vorreiter gibt, die eben schon bestimmte, also sagen Vorreiter in der E-Mobilität oder in nachhaltiger Energie mit erneuerbaren Energien eben schon vorgearbeitet hat, damit die jetzt eben in dieses Hauptregime sich auch einbringen können. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie sagen, das Individuum da keine Einflussmöglichkeiten hätten. Und das bringt mich eben jetzt noch kurz dazu, dass über den privaten Konsum hinaus, über das private Konsumverhalten oder auch hier nicht aktivistisches Engagement, also zivilbürgerliches Engagement, Menschen sehr vielseitige Rollen haben, direkt auf dieses Regime einzuwirken. Also es wäre zum Beispiel aktivistisches Engagement, was wir gerade bei Fridays for Future sehen oder auf Extinction Rebellion oder auch Verhalten in Organisationen, also wie wir direkt zum Beispiel als ArbeitnehmerInnen in unseren Unternehmen eben auch für nachhaltigere Strukturen werben können. Und die mit einsetzen. Und dazu haben wir eben eine Sondernummer herausgegeben, noch mit 2 Kollegen, die genau zu diesem Thema Aktivismus und Verhalten in Organisationen eben auch Beiträge veröffentlicht haben. Und zu einer dieser, sagen wir, eher zivilbürgerlichen Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen gibt es eine aktuelle Metastudie, die ich Ihnen gerne noch vorstellen würde, die zwar nicht so sehr die Frage beantwortet, unter welchen Bedingungen sind wir bereit, selber unser Verhalten zu ändern, als vielmehr
uns dazu bringen zu lassen, unser Verhalten zu ändern. Und Klimaschutzmaßnahmen, die akzeptieren wir vor allem dann, und das ist jetzt spannend, also diese psychologischen Faktoren, die ich vorher vorgestellt habe, wie diese selbsttranszendenten Werte oder ideologische Momente, die haben zwar einen Einfluss, ja, also sie haben so einen moderaten Einfluss, das ist sagen die Größe des Einflusses hier, aber die, also wie stark wir den Klimawandel als bedrohlich erleben hier, den Concern, so geht es jetzt hier nicht weiter, das hat einen viel stärkeren Einfluss, diese Bedrohungseinschätzung. Und noch viel wichtiger ist, dass wir diese Maßnahmen als fair und effektiv erleben. Und das bringt mich jetzt zu meinem letzten Punkt, also sagen, wie müssen Maßnahmen sein, dass wir sie akzeptieren? Da können wir aus einer anderen Krise viel lernen. Und diese Lehren aus der Corona-Pandemie, hat es noch 2 Minuten? Ja, okay. Die Lehren aus der Corona-Pandemie, also die habe ich jetzt erstmal so illustriert, wenn ich Ihnen jetzt vor 2 Jahren gesagt hätte, ach, wir müssen einfach nur gemeinsam die Kurve flach halten, flatten the curve, hätten bestimmt ganz viele gesagt, wovon redet die denn? Aber ich denke, jetzt haben bestimmt die Mehrheit hier auch von den Zuschauern über diese jetzt viel diskutierte Maßnahmen gelernt. Ja, beim Corona ging es darum, die Corona-Fälle unter einer bestimmten Kapazitätsgrenze zu halten. In dem Fall waren es zum Beispiel die Intensivpflegekapazitäten in den Krankenhäusern, die wir nicht überfordern wollten. Und das kann man 1:1 übertragen. Bei Climate Change könnten wir hier CO2- oder Treibhausgasemissionen schreiben, die halt nicht über 350 Parts per Million gehen sollten. Und die Frage ist jetzt, können die Wege eigentlich ähnlich sein? Und ich glaube, auch wenn es Unterschiede gibt, über die können wir nachher auch noch sprechen, ich glaube schon, dass wir aus der Corona-Pandemie was lernen können. Und da war sicher die Bedrohungseinschätzung sehr viel stärker. Ja, also ich glaube, Menschen haben wirklich Leben, Angst um ihr Leben gehabt und ja auch zu Recht, es sind ja auch viele Menschen gestorben. Und deshalb haben wir uns extrem einschneidende Maßnahmen, also haben wir sie nicht nur durchgeführt, sondern wir haben sie uns auch gefallen lassen. Und da wäre eben wichtig, nach einer Forscherin Cornelia Bitsch im Bereich der Gesundheitskommunikation, dass wir diese Maßnahmen als notwendig, fair und effektiv wahrgenommen haben. Und dass da eben auch der Schutz für andere ein starkes Motiv ist, ja, also die Großeltern, die vorbelasteten Menschen um uns herum zu schützen. Und ich glaube, das können wir einiges aus dem Film Klimaschutz mitnehmen. Wir haben vielleicht noch nicht so eine starke Bedrohungseinschätzung, also diese wirkliche Todesangst. Deshalb sind die Klimaschutzmaßnahmen auch noch indirekter. Aber genau da könnten wir, glaube ich, ein bisschen nachjustieren, dass nämlich die Bedrohung, die ist vielleicht noch ein bisschen mehr in der Zukunft, aber durchaus, also Menschen, die im Ahrtal leben, die würden das vielleicht durchaus so sehen, es ist genauso bedrohlich. Und zu diesem fair und effektiv, was in dieser Metastudie schon drin war, käme damit eben auch so ein bisschen, es ist auch notwendig. Und das könnten wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausnutzen, weil letztendlich, also ob die Maßnahmen erfolgreich sind, das gilt für Corona und fürs Klima. Das ist eine Funktion aus individueller Verhaltensanpassung. Also was machen wir alle? Masken tragen, Abstand halten, Hände waschen und den strukturellen Bedingungen. Wie viel Krankenhausbetten gibt es? Wie viel klimafreundliche Technologie? Was wird uns dafür angeboten an Strukturen? Und deshalb würde ich dieses Fazit von Frau Beetsch, also bei Corona ist die Mehrheit der Menschen der Meinung, dass das Virus eine gewisse Gefahr darstellt, vor der es sich zu schützen gilt. Und das funktioniert in der Meinung der meisten Menschen eben am besten durch Regulierung und nicht mit Empfehlungen. Und ich meine, das könnten wir für Klimaschutz eben genauso übernehmen, dass das noch viel besser mit Regulierung funktionieren würde als nur mit Empfehlungen. Und das wäre soweit jetzt genau. Kommst du zu meiner letzten Folie zum Fazit? Also, wenn wir uns die Frage stellen, warum machen wir es nicht einfach? Der Punkt ist, weil es nicht einfach ist, ja, sozial-ökologische Transformation ist ein super weitreichendes Unterfangen, und können wir mit individueller Verhaltensänderung alleine nicht erreichen. Wir können Menschen motivieren, da gibt es sehr viele Ansatzpunkte, Bedrohungseinschätzung, Werte, Normen, aber wir müssen die Verhaltenskosten auch senken. Es muss einfacher werden. Und aus Corona können wir lernen, wenn die Maßnahmen effektiv und fair sind, dann dürfen sie auch radikal sein. Und mit Empfehlungen alleine gelingt kein wirklicher Gefahrenschutz. Also vielen Dank, ich freue mich auf die Diskussion gemeinsam. Und das war's. Danke für die Aufmerksamkeit. Und das führt uns zur Frage, und was jetzt? Wie können Sie nachhaltigen Konsum konkret fördern? Und dazu möchten wir Ihnen noch als Inspiration ein paar Angebote, Kommunikationsangebote mitgeben, die ein paar Ideen und Hilfestellungen aufzeigen. Mal eine Folie weiter, bitte.
Wir haben 5 kurze Pitches geplant, 3 Minuten und starten dann auch gleich mit den, ja, mit den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit. Und ich gebe das Wort an Frau Ronko Alarcon vom Rat für nachhaltige Entwicklung. Ja, vielen Dank und hallo in die Runde. Ich habe jetzt 3 Minuten Zeit, Ihnen das Projekt vorzustellen. Ich freue mich gerne über Kontaktaufnahmen auch im Nachgang. Mein Name ist Sabrina Ronko. Ich arbeite als Referentin der Geschäftsstelle des Rat für nachhaltige Entwicklung und koordiniere da unter anderem auch die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit. Und genau, wollte Ihnen das kurz heute vorstellen. Gerne die nächste Folie. Ja, kurz zur Genese der DAN, wie wir sie kurz nennen. Seit 2012 gibt es die DAN jetzt. Wir haben mit einem einzigen Tag angefangen und so um die 200 Aktionen. Seitdem brechen wir den Rekord fast jedes Jahr und haben jetzt letztes Jahr über 3.400 Aktionen eingereicht bekommen. Ja, und bei den Aktionstagen kann jede und jeder mitmachen, von Einzelpersonen über Unternehmen und Kommunen und Ministerien, wirklich jeder und jede mit Aktionen, die eben zur Nachhaltigkeit beitragen und zu dem Bezug zu mindestens einem SDG, also einem Nachhaltigkeitsziel der UN, aufweisen. Ja, wofür sind die Aktionstage gedacht? Sie machen vorbildliches Engagement in ganz Deutschland sichtbar. Es gibt öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit in der Zeit der DAN und hoffentlich sind sie auch ein Impuls für andere Menschen, für neue Menschen, um sie zum nachhaltigen Handeln zu bewegen. Gerne weiter. Ja, wie können Sie, wie könnt ihr euch bei den DAN beteiligen? Sie können natürlich eine eigene Aktion einreichen oder mehrere Aktionen einreichen. Darüber würden wir uns sehr freuen, wenn Sie dieses Jahr bei den DAN auch mitmachen. Aktionen können alles Mögliche sein, wie gesagt, einfach nur mit den SDGs verbunden sein, Online-Tutorials, Sharing-Partys, Repair-Cafés, einen Nachhaltigkeitstag in einem Unternehmen organisieren, was auch immer. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn Sie nicht nur mitmachen, sondern auch andere motivieren, Aktionen einzureichen und Ihre eigene Reichweite nutzen, um mit DAN zu sprechen und zum Engagement aufzurufen. Gerne weiter. Ja, was bringt es, sich zu beteiligen? Man kann ein öffentliches Zeichen für Nachhaltigkeit setzen. Man kann zeigen, dass sie Teil der deutschen Nachhaltigkeitscommunity sind. Und mit anderen eine ganz große Strahlkraft. Je mehr Aktionen, desto größer die Strahlkraft in die Gesellschaft hinein. Und natürlich können Sie die Bühne des Rats für nachhaltige Entwicklung und der DAN für Ihr eigenes Engagement nutzen und auch internationale Bekanntheit erreichen, weil die DAN der deutsche Beitrag auch zur europäischen Nachhaltigkeitswoche sind. Gerne weiter. Genau, das Wichtigste auf einen Blick. Die Anmeldung von Aktionen öffnet dieses Jahr Ende Mai. Aktionen können angemeldet werden im Zeitraum 18. September bis 8. Oktober. Das ist sozusagen der verlängerte Aktionszeitraum. Die Kernwoche ist der 20. September bis 26. September. Und hier stehen noch die Website, wo Sie Aktionen einreichen können, wo Sie mehr Informationen finden und unsere Kontaktadresse der DAN. Ich freue mich sehr, wenn Sie uns anschreiben, wenn Sie eine Aktion einreichen und sehr gerne auch die DAN unterstützen, Ihre eigene Reichweite nutzen. Da können Sie uns gerne anschreiben und wir haben ein BotschafterInnenpaket, was wir Ihnen zukommen lassen können. Ja, vielen Dank. Ja, super. Vielen Dank, Frau Ronko Alarcon, für die Vorstellung der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit. Sie kriegen übrigens die Folien dann im Nachgang, falls Sie da noch mal was nachschauen wollen. Und dann übergebe ich jetzt als nächstes an Birte Hesebeck von der Tropenwaldstiftung Oro Verde, die darüber spricht, wie wir besser kommunizieren und neue Zielgruppen motivieren können. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir beschäftigen uns bei der Tropenwaldstiftung schon länger damit, wie wir eben neue Zielgruppen erreichen, die bisher Nachhaltigkeit eher fernstehen, beziehungsweise wie wir zu Verhaltensänderungen begeistern können. Und natürlich stößt man da immer an Grenzen, so dass wir uns mit 3 Themen intensiver auseinandergesetzt haben und die Materialien. Dafür möchte ich Ihnen ganz, ganz kurz vorstellen. Die stehen kostenlos im Download zur Verfügung und sollen als eine Art Arbeitshilfe dienen, wenn Sie an ähnlichen Stellen stehen wie wir. Die erste Folie, bitte, genau. Das eine ist der Leitfaden Umweltkommunikation zum Thema, wie begeistern wir eigentlich, wie motivieren wir Menschen, ihr Verhalten zu verändern? Welche Werte sind wem eigentlich wichtig und wie können wir diese mit in unsere Kommunikation einbinden?
Wir haben uns da sehr intensiv mit einem Marketingmodell auseinandergesetzt, in der Limbic Map und in Limbic Types, und darüber Zugänge gefunden, wie wir das Thema schmackhaft machen können, wirklich in alle Zielgruppen hinein, indem wir einfach mehr ihre Werte und ihre Wünsche berücksichtigen, auch in der Kommunikation. Kann ich sehr empfehlen, war für mich ein Augenöffner, mich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Entstanden ist es ein ganzes Heft, man braucht ein bisschen Übung, um da reinzukommen, aber es lohnt sich total, weil es so einfach im Endeffekt in der Umsetzung ist. Das Zweite, wo wir tiefer eingestiegen sind, ist nochmal zu gucken, was sind eigentlich die typischen Fallen, in die man immer wieder fällt, wenn es um Kommunikation geht, wo wird Reaktanz ausgelöst, wie kann ich kommunizieren, sodass Themen wie Klimawandel nicht zu weit weg sind und nicht nur woanders passieren, wobei die Wirklichkeit holt uns ja auch schon ein, also es ist ja inzwischen auch nah. Wir haben bei diesem, das ist ein großes Poster, das Sie downloaden können, wo wir die Hauptfaktoren zusammengestellt haben, und zwar jeweils auch mit Lösungsvorschlägen, wie kann ich damit umgehen, wie gehe ich dagegen an, wie kann ich die Falle vermeiden oder sogar für mich nutzen. Und das Letzte, was ich Ihnen vorstellen möchte, im Bereich Social Media haben wir sehr viel gearbeitet, weil wir selber in den, ja, eigentlich, weil wir die Kommentare, die dort abgehen, sehr, sehr spannend finden, um zu verstehen, wie funktionieren eigentlich unsere Maßnahmen oder wie funktioniert unsere Kommunikation bisher, was sind die Gedanken, die da ausgelöst werden und die angesprochen werden, was sind die Widerstände, die dort kommen. Und es gibt eben ganz bestimmte Verhaltensweisen wieder, die man immer beobachten kann, wo wir dann geguckt haben, okay, und wie reagiere ich jetzt auf diesen Post, um wiederum Menschen zu bewegen, sich mit dem Inhalt nochmal anders auseinanderzusetzen und die Ablehnung aufzuheben, also in den Dialog zu treten. Wir spielen damit jetzt schon länger auch bei den Kommentaren, die wir haben, und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Auch das eine Art Leitfaden zum Ausprobieren und Nachmachen. Sie finden alles bei uns auf der Homepage. Ich habe den Link dort reingeschrieben in der Präsi. Wenn Sie die später geschickt kriegen, ist es dann leichter, als dass man sich diesen langen Link merkt. Und auf der Seite sind alle zum kostenfreien Download vorhanden. Genau, das war's. Ja. Dankeschön. Herzlichen Dank auch an Sie, Frau Hesebeck, für den Überblick über Ihre Kommunikationsangebote, Kommunikationsempfehlungen. Dann kommen wir als Nächstes zur Denkwerkstatt Konsum. Lisa Frien-Kosolobow vom Umweltbundesamt wird uns das kurz vorstellen. Ja, vielen Dank und auch schön, dass ich hier dabei bin. Ich präsentiere unsere neue Denkwerkstatt Konsum. Es ist eine Art Bildungsportal und ergänzt die schon etablierten Uber-Angebote, zum Beispiel den CO2-Rechner, der ja auf die persönliche Bilanzierung fokussiert, und unsere Umwelttipps, die halt sehr produktbezogen, aber mittlerweile auch darüber hinaus, dann Tipps für persönliches Verhalten geben. Und die Denkwerkstatt fokussiert jetzt eher, was wir heute ja auch schon ein paar Mal gehört haben, diese gesellschaftliche Dimension, also die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen Handlungen, Gesellschaft, Politik und dem Individuum. Also wir haben es mal vom Ich zum Wir und zurück genannt. Und wir haben auch da bestimmte Themen fokussiert, die Sie unten in der kleinen Abbildung sehen. Das sind so Querschnittsthemen auch dabei, wie zum Beispiel Geld oder Sichtbarkeit, gemeinsames Handeln. Und von den Adressatenkreis geht es eher darum, so MultiplikatorInnen, vielleicht aus dem Bildungsbereich, aber auch durchaus interessierte VerbraucherInnen, die tiefer eben in diese Thematik der Zusammenhänge einsteigen wollen. Nächste Folie bitte. Wie ist die Denkwerkstatt jetzt aufgebaut? Also wir haben unten die unterschiedlichen Themenbereiche, und in jedem dieser Bereiche ist nochmal in 5 verschiedene Herangehensweisen aufgemacht. Also wir starten immer mit einem Faktenwissen. Das ist so ein, bietet so einen Einstieg, kurz, prägnant, mit Grafiken und so weiter. Wichtigstes aus dem Themenfeld. Dann haben wir typische, in Anführungszeichen, Gegenargumente unter die Lupe genommen, also Thesen,
nochmal kritisch diskutiert. Es folgen dann verschiedene Themen, Vertiefungen zu den unterschiedlichen Aspekten aus diesen Bereichen. Und was ich besonders gut und hilfreich finde, sind die Handlungsempfehlungen, auch nochmal sehr kurz und knapp und sehr häufig gleich mit Links zum Loslegen, also zum jetzt aktiv werden. Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich mich engagieren will, wenn ich was machen will? Und schließen tut jedes der Themenbereiche denn mit ganz übersichtlichen Learnings kurze Punkte. Jetzt zur letzten Folie. Das mal, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen könnte, damit sie sich da ein bisschen was darunter vorstellen kann, was steckt hinter diesen Bereichen, habe ich aus jedem Themencluster nochmal ein kleines Beispiel mitgebracht. Sie sehen es an den Farben, die Zuordnungen, also zum Beispiel beim Thema Geld geht es ja viel auch um Lebenszykluskosten. Also nicht nur der Einkaufspreis eines Produktes ist wichtig, sondern auch, wenn es zum Beispiel Energieverbräuche gibt, ne? Wie ist das über die Lebenszeit? Das wird thematisiert. Oder Thema Werbung, Glaubwürdigkeit versus Sichtbarkeit. Wir hatten in einer Untergruppe auch was zu Greenwashing gehört. Wie ist es damit? Dann natürlich die Klassiker dürfen nicht fehlen. Big Points, nachhaltigen Konsum. Wo sind die großen Wirkungen? Denn das Thema Nutzen statt Besitzen, Siegelwissen, das sind alles so Klassiker. Und was auch heute schon ankam, Handprint, also politisches Denken. Wie kann ich noch meine Wirksamkeit erhöhen, indem ich andere motiviere, weiterzumachen? Und zum Beispiel, indem ich bei Umweltverbänden und Parteien mich engagiere. Also gemeinsam, zum gemeinsamen Handeln kommen und diese Zusammenhänge sozusagen mit Leben zu erfüllen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank an dich, Lisa, für das Vorstellen der Denkwerkstatt Konsum. Dann bitte ich als nächstes, gebe ich als nächstes Simone Wohl vom Bundesamt für Naturschutz das Wort. Die wird uns das Biodiversity Communication Toolkit vorstellen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ja. Prima, herzlichen Dank. Genau, ich freue mich sehr. Ich arbeite im BFN für das Fachgebiet internationaler Naturschutz und freue mich hier, unser englisches Biodiversity Communication Toolkit vorstellen zu dürfen. Nächste Folie. Genau, das BFN ist schon seit mehreren Jahren aktiv dabei, in internationale Prozesse zum Thema nachhaltiger Konsum eben die Naturschutzperspektive stärker einzubringen. Und in dem aktuellen Projekt lag daher ein Schwerpunkt auf Kommunikation für naturverträglichen Konsum. Und wir haben dafür sehr eng mit dem globalen One Planet Network zusammengearbeitet und in dessen Programm für Verbraucherinformation eine internationale Arbeitsgruppe für Biodiversity Communication gegründet. Und zusammen mit der Unterstützung unserer Auftragnehmer, Delphi und Öko-Institut waren das, hat diese Arbeitsgruppe dann ein komplett englischsprachiges Kommunikationstoolkit für Multiplikatorinnen entwickelt. Das ist als Webseite erschienen und diese Webseite gliedert sich in drei Teile. Get informed, get inspired, get going. Nächste Folie. Der erste Bereich ist Get Informed und darin finden Sie also vielfältige Hintergrundinformationen zu den gravierenden Auswirkungen von Konsum auf die biologische Vielfalt. Das umfasst also fachliche Studien, aber dann auch gezielt aufbereitete Infomaterialien, zum Beispiel zwei Policy Briefs mit konkreten Handlungsempfehlungen für EntscheidungsträgerInnen aus der Politik und der Wirtschaft, aber auch ansprechende Infografiken, die sehen wir hier rechts, mit Alltagstipps konkret für KonsumentInnen. Nächste Folie bitte. Dann gibt es diesen Bereich Get Inspired. Darin werden verschiedene Beispiele für erfolgreiche internationale Kommunikationskampagnen aus der Wirtschaft oder der Zivilgesellschaft vorgestellt. Und nächste Folie bitte. Und das Ganze endet dann mit dem Bereich Get Going, der zu eigenen Aktivitäten motivieren soll. Da finden Multiplikatorinnen auch von uns noch einen Kommunikationsleitfaden auf Englisch mit konkreten Tipps für überzeugende Narrativen und Do's und Don'ts für die Kommunikation für naturverträglichen Konsum und eben diese Zusammenhänge zwischen Konsum und biologischer Vielfalt. Und die gesamten Materialien in diesem Toolkit sind eben alle frei verfügbar. Auch diese Infografiken können zusammen oder einzeln für eigene Kampagnen dann immer direkt weiterverwendet werden. Und wir hoffen, dass dieses Toolkit vielleicht auch für Sie hier interessant ist und ein paar nützliche Ressourcen bereitstellt. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, wunderbar. Vielen Dank an Sie, Frau Wolf, das Biodiversity Communication Toolkit.
Und dann bitte ich Helen Cioska vom Kompetenzzentrum Nachhaltiger Konsum uns als letzte noch die Big Points Kommunikationsmaterialien vorzustellen. Ja, Dankeschön. Wir haben uns der Frage gewidmet, wie denn Nachhaltigkeitskommunikation auch auf Wirksamkeit ausgerichtet werden kann, genau wie die Maßnahmen auf Wirksamkeit. Und da kommt man natürlich an dem jetzt schon einige Male genannten Big Points nicht vorbei. Also wenn man einfach nur Lifehacks, nachhaltiger Konsum eingibt, zum Beispiel bei Google, kommen raus 350 praktische Tipps für den Alltag. Das geht ganz leicht in eine Komplexität, Überforderung. Wo soll man denn hier anfangen? Und deswegen haben wir ein Toolkit zusammengestellt, eine Folie weiter, das sich ganz die großen Hebel der CO2-Reduktion dreht, also die Big Points. Es geht darum, dass es auch eine Komplexitätsreduktion gibt und eine messbare Wirksamkeit. Wir haben auch ausgerechnet, was diese einzelnen Maßnahmen bedeuten. Und so kann man eigentlich mit 7 Maßnahmen den CO2-Fußabdruck halbieren. Und so reduziert man den eigenen Fußabdruck einfach besonders effektiv. Bitte noch mal eine Folie weiter. Und die Kommunikationsmaterialien, die wir erarbeitet haben, die sollen halt gerade Aufmerksamkeit erzeugen darauf. Also sind auch recht plakativ und dann aber auch mit Relationen. Also wir wollten nicht nur sagen, ein Flug Berlin-München spart so und so viel Gramm, Kilogramm CO2, damit können nicht alle was anfangen, ist das jetzt viel oder wenig. Deswegen haben wir genau, sind wir diese Relation eingegangen, weil 8.947 To-Go-Becher, das ist einfach ein großer Wert. Aber trotzdem sind natürlich die genauen Daten noch mit dabei. Mal bitte eins weiter. Wir haben also Sharepics, Infografiken, Factsheets, zum einen zu den Big Points, aber auch Fußabdruck und Handabdruck, also auch der allgemeine Durchschnittsfußabdruck in Deutschland gilt man für Instagram, Blogartikel, Vorträge, Print anpassbar. Wir haben JPEGs für das direkte Posting quasi, aber auch ganz wichtig, wir haben die offenen Dateien, die wir rausgegeben haben. Also wenn Sie das an Ihr eigenes CD anpassen wollen, dann können Sie das gerne tun oder einfach nur die Informationen, die Berechnungen mit rausnehmen und dann eine ganz eigene Strecke, ein ganz eigenes Posting zu machen. Posting-Vorschläge gibt es natürlich auch noch dabei und Creative Commons, da haben wir auch drauf geachtet. Wird auch immer wieder erweitert mit verschiedenen Themen und Medienformaten, da arbeiten wir auch dran. Falls Ihnen da was fehlt an Thema, falls Sie eine Idee haben, falls Sie sagen, irgendwie Bewegtbild oder animiert oder was auch immer, können Sie sich auch gerne an mich wenden. Wir haben das weiterhin auf dem Schirm. Dankeschön. Ja, super. Vielen Dank, Helen. Und auch mal ganz herzlichen Dank an alle 5 Referentinnen, die uns jetzt Angebote zur Förderung nachhaltigen Konsums vorgestellt haben. Und dann ja, wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.